Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge. Heute gucken wir uns mal wieder was von der lieben Ellie Hills an. Wir hatten ja schon mal vor kurzer Zeit von ihr Space abgecheckt, wovon ich ja eigentlich auch positiv überrascht war, muss man sagen. Jetzt gucken wir uns endlich ein zweites Lied von ihr an, und zwar Wrong. Ich weiß wie immer nichts über den Song, noch nie was von gehört, und das ist auch erst das zweite Mal, dass ich irgendwas von ihr höre, deswegen bin ich noch immer für alles offen. Ich würde sagen, wir gucken uns das direkt mal an und lassen uns einfach mal überraschen. Ich muss jetzt direkt schon mal sagen, das gefällt mir jetzt von Anfang an schon mal, obwohl mir Space schon sehr gut gefallen hat, schon 10-mal besser als Space. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde einfach, die Klangart ihrer Stimme ist hier so, so heftig anders. Besonders bei dieser Stelle, finde ich. Ich finde es auch eine schöne Art von dem Musikvideo her, dass man dauerhaft nur diese eine Einstellung hat. Und ich finde auch gut, dass der Text eingeblendet ist. Das macht das Verstehen, zumindest für einen nicht-englischsprachigen, des Textes auf jeden Fall viel einfacher. Also wie schon beim letzten Song, Space, habe ich ja auch schon gemerkt, dass sie damit was verarbeiten wollte. Und hier geht es jetzt anscheinend um eine Trennung. Da wurde sie wohl von irgendeiner Person verlassen. Ich finde es aber gut, dass sie sich in die Musik flüchtet und damit dann das Ganze verarbeitet. Finde ich gut. Ich merke auch gerade, da läuft, glaube ich, die ganze Zeit im Hintergrund so eine kleine Pitch-Stimme, wenn ich es richtig erkenne. Die ist mir jetzt zum Beispiel erst aufgefallen, aber ich glaube, die ist schon dauerhaft als Unterstützung zum Beat da und passt auch sehr gut rein. Passt sehr gut rein. Ein kleiner Beatwechsel jetzt. Thank you.
Da dachte ich, dass noch irgendwie jetzt im Song was kommt. Deswegen dachte ich, dass jetzt ein Beatwechsel noch kommt. Aber das war wohl schon das Ende. Das Outro dann noch mit einem Piano gespielt. Ja, aber wie gesagt schon, ich war auf jeden Fall überrascht. Ich war, obwohl ich jetzt schon durch Space Qualität von ihr gewohnt war, fand ich das doch nochmal eine Ecke besser. Ich glaube, der Song ist auch älter als Space. Also der ist erst am 23.06. dieses Jahr rausgekommen. Also gerade mal 2 Monate alt. Und ja, fand ich auf jeden Fall viel, viel besser als Space. Ich will Space nicht schlecht reden, aber der Song gefällt mir objektiv einfach besser, weil ich einfach ihre Stimmlage da besser fand. Und wie gesagt, auch die Atmosphäre mit dem Beat und mit der Pitch-Stimme noch im Hintergrund, das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ich weiß, ich werde mal in Zukunft auch mehr von Ally Hills noch angucken, je nachdem, wie es bei euch ankommt. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, mal wieder was von ihr zu sehen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, die ich mir angucken soll, wenn ihr wollt, dass ich mir irgendwas ansehe, was ihr geil findet, was ihr feiert, schreibt es gerne in die Kommentare mit dem genauen Titel des Videos und vielleicht seid ihr schon bei der nächsten Folge dabei, wenn ich mir etwas ansehe. Checkt meine Social Media Accounts, die sind alle in der Infobox verlinkt, Twitter, Facebook und Instagram. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, denn morgen kommt euch das neue Video. Ciao!